Hey Jungs und Mädels, diverse und die, die noch nicht wirklich wissen, was es sind. Willkommen bei Mr. Waller. Im heutigen Video sind wir wieder dabei im geheiligten Land. Maxi und ich sind gemeinsam in Holland unterwegs, machen zwei, drei geile Videos. Wird auf jeden Fall lustig. Bleibt dran. Planen, was machen wir? Was wir machen? Mhm. Du hast das Leihauto gebucht beim falschen Anbieter, weil wie man sieht, stehen wir schon 30 Stunden in der Schlange. Ist alles andere ist leer. Keine Ahnung. Da dauert es länger, wie der Fluch ein Auto zu kriegen. Aber wir mal, wo wir sind. Der Flughafen Amsterdam. Wir haben auch schon Fans getroffen. Vielen Dank dafür. Da vorne in der Schlange. Ja. Freunde aus Bayern. Maxi, allzeit bekannt. Ja, genau. Ich würde mir da auffallen, Alter. Mega, ja. Ich fahre los mit dem Scheißhausrohr in der Hand. Wenn du mit dem Rohr da... Das ist mein Bongo, ja. Aha. Hammer, jetzt reicht das Handgepäck. Was hast du denn alles dabei? Alles. Das ganze Angelzeug. Ähnlich war es nicht, habe ich einen Schepphammer. Ohne Schatz. Natürlich habe ich alles dabei. Was wiegt die Tasche? Keine Ahnung, 42 Kilo oder was? Abartig. Die Hälfte vom Blei. Dass sie die mit dem so überhaupt fliegen lassen. Sie nicht meinen, das ist irgendwie so Schrotmunition. Du, ich sag da was. Wenn sie rumgemacht hätten, da wegen dem ganzen Scheiß, hätte ich zum gesagt, weg Spaß, los es da, ich stell mal neues. Was zeig ich mir jetzt? Wir sind komplett legal das unterwegs. Das erste Mal Lizenz, vielleicht fangen wir diesmal immer was. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man weniger fahren. Habe ich in drei Monaten Holland, jetzt habe ich endlich eine Lizenz. Auf deinen Namen machen wir? Alles, stimmt alles, sogar die Arschrift. Stört. Geil, ne? Voll gut. Was auf Bodenwelle? Hier die Bodenwelle ist ein Hindernis für mich. Mega. Was wir immer für geile Kiste haben, wenn wir unterwegs sind. Boah. Der erste Kampf ist gewonnen. Nur Maxi, da ist schon alles rausgefallen, siehst du? Boah, ja. Liegt schon alles auf der Straße. Kleine Hochbestellung. Ja, ja. Wo? www.zackfishing.com. Perfekt. So, ready to go. Perfekt. Ja, wo sind wir denn? Ein Paradies. Ein Paradies. Wenn man nicht alles selber macht, Alter, oder das Maike nicht macht, gell. Das ist alles Scheiße hier. Ohne Scheiß. Maxi. Wir sind 10 Tage hier, da drin stinkt's noch Schimmel. Es geht kein Warmwasser, die Heizung geht. Wir sind in Holland, ihr seht's. Nichts 32 Grad, Alter, fließt. Weißt du, was ich meine? Oh, keine Misere, ja. Da soll ich 10 Tage drin wohnen, ja, kein Problem. Ich geh gleich vor den Kauf mal Zelt, Alter, und liege und schlafe im Garten. Doch? Das ist mal 10 Mal hier heute drin zu wohnen. Mit Zeltheit. Schimmelgeruch, Alter, Junge. Vielleicht hat's ja ein Fünfer, wenn ich ja gekuschelt oder was, wie Ode Donge. Keine Ahnung. Welchen Grund wird's ja haben? Es muss aber ein verdammt guter Grund sein, dann verdammt gut. Okay. Schloss mal Klamotten mal drin, Alter. Weil es kann sein, dass ich heute noch umziehe. Das kommt ganz davon, ob ich den Geruch aus der Nase rauskriege von drin oder nicht. Der ist wirklich krass, gell? Junge. Der macht mehr fertig. Nein, ich hab da keinen Bock drauf. Ja, genau, das brennt. So riecht das. Hast du gesehen, im Klo, im Bad drin riecht es noch Abwasser. Ja. Also wenn die Siphons leer sind, die sind aber voll, das habe ich gleich kontrolliert, da stinkt's. Und das geistige Haus ist alles verschimmelt, Alter. So riecht's. War das erste Mal. Oh Gott allein. Urlaub. Weißt du, was ich meine? Ich bin ja nicht anspruchsvoll, Maxi. Du kennst mich und das ist ja das auch wissen. Ich bin mit Sicherheit kein Pinzer. Ich schlafe sogar lieber im Zelt, wie das schon drin soll. Und ich habe auch kein Problem damit, 10 Tage im Zelt zu schlafen im Herbst. Wir könnten uns da so einen Überwurf machen. Liege. Das ist dann schon ein bisschen flottermäßig. Weißt du, was ich meine? Liege wird's brauchen. Eine Liege und ein Shelter und da kaufen wir. Sollen wir eine Nacht auf Kauf mal gleich mit einbauen? Ja, oder wir schlafen am See dann. Eben. Maxi, du siehst, Alter, alles scheiße, deine Elli. Ohne Fuck. So, was ist jetzt unsere Mission? Wir fahren jetzt schon Einkaufen, Süßigkeiten, Getränke. Duft auf Frischer. Duft auf Frischer. Kerze. Wir machen es jetzt wohnlicher. Wir ziehen ins A, das Ding. So, wieder zurück im Heimathafen. Und wir sind gut bestückt. Ich habe jetzt mal 30 Euro, Alter, für Duftmittel ausgegeben.
Ich habe alles. Herzen, die werden jetzt zum Einsatz gebracht. Komplett anders. Ich baue mal jetzt eine Bombe, Junge, und räuchere den Bunker aus. Weißt du, ja, magst du, die weißt du, gleich was lernen von mir. Jetzt muss ich sagen, jetzt ist angenehm. Jetzt ist geht angenehm. Besser. Geht besser. Jetzt haben wir zwar alle Krebs, aber es geht besser. Naja, das ist halt so, wenn die Granate hochgeht, halt, gibt es halt ein bisschen was Flecken. Tja, Mäckchen. Das ist mir aber gleich bei der, was ich ganz dringend machen muss. Was? Kacken. Genau. Das ist guter Plan. Wir haben noch was Duftendes gefunden. Mäckchen, ein Mann ohne Messer, Maxi, ist ein Krippel. Das war so ein großer Feuerball, Junge, ich schwöre. Ja, mal misst man die Kerze aus, in der Hoffnung, dass die Bude abbrennt. Aber zum Schluss, Alter. Nee. Ich muss wissen, was noch bezahlen. Ich warte. Auf gar nichts, geh einfach. Hallo. Hechtrude, Barschrude, oder? Ja. Die brauche ich nicht, aber was wir noch brauchen, ist ein Sixer Bier. Ach Gott, habe ich Brot. Ach was, erstmal ein Bier. Ich bin Sportwagen. Nächstes Jahr, Mann. Ich was gefangen? Nee, du? Nein. Ich habe aber einmal abgerissen, du nicht. Willige Schiene. Weniger Folge. Ja, das war's für heute, oder? Erstmal ankommen. Ja, eh. Gut, an Tage. Morgen geht's weiter. Guten Morgen. Buongiorno, Maxim. Guten Morgen. Wir haben wohl einen Gast. Chris ist da. Endlich. Moin. Hallo. Und wie war die Anfahrt? Besser wie die Heimfahrt. Besser wie die Heimfahrt. Wie war die Einschulung? Logisch, dir. Sehr schön. Sehr schön. Ja, aber ist halt schon stressig, wenn man 6,5 Stunden heimfährt, kurz Party macht. Aber war ein schöner Tag mit der Familie. Aha. Tochter hat es heute ihren ersten Schultag und ich bin heute Morgen heute Nacht um 2:30 wieder zurück, gerade gekommen. Kaffee Nummer 8. Ja. Jetzt geht's aufs Wasser. Das lohnen wir uns. Und dann kümmern wir uns mal um den heimtückischen Zander. Zander? Ja. Zander? Der ist nämlich am schwierigsten Moment. Ich habe Wortfindungsstörung. Nee, Zander ist momentan wirklich zickig. HD ist extrem schwer. Ich sage aber alle, auch die Turnierteilnehmer jetzt gerade von der Lure-Masters. Ich war jetzt mal drauf, ich habe zwar ein paar gefangen, einen großen beim Pelage verloren, aber es ist wirklich schwierig. HD macht mir meistens Kopfzerbrechen. Deswegen fahren wir heute die Flüsse hoch. Ammer & Co, Deutsche Kiel, Merwede. Schaut voll gut aus. Da stellst du der Stachel, junger Bosch. Junge, was hast du da alles drin? Alter, das ist nicht mein. Das ist alles Tasche, weil er hat ja alles mitnehmen müssen. Und das Leihkäpp, sind, oder was? Ja. Das sind Bleiköpfe drin. Das ist so das Bleiköpfe. Was haben wir denn da Schönes? Oho. Das sind viele schöne Bildschirme. Im allerbeste und im ganzen Boot ist das Mann. Warum? Das bald nicht. Die Superstars aus Italien. Servus, mein Lieber. Und? Hi, alles gut?
Ja, super. Ja, heute müssen wir ein bisschen deutlicher sprechen, wie wir, der Markus und ich, normal der Herrn rettet Däden. Das ist bei uns nicht Priorität. Jungs und Mädels, das ist der Tobi von Mercury, Vertreter von Deutschland. Die Ikone. Ja, ist ja so, mega geil. Und ich habe das große Vergnügen, dass ich mir mal die Tage noch irgendwann die neue Live-Technik von Lowens anschauen darf. Jawohl. Ja, weil ich die nicht kenne. Garmin kenne ich, Hummingbird kenne ich. Aber Lowens nicht, das ist jetzt neu für mich und das will ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja. Weil irgendwann steht immer wieder ein neues Boot ins Hause. Ja, grundsätzlich haben wir hier ein ganz tolles Netzwerk. Wir haben hier einen 9er, einen 12er und noch einen 12er HDS Pro. Netzwerk wird unterstützt oder macht die Sache rund hier mit der Lowens Ghost. Und dann haben wir hier Active Target 2, das man heutzutage live nennt und braucht. Da kann man tolle Sachen mit anstellen und ja, da wird euch der Markus die heute noch mehr drüber erzählen. Was mir am besten gefällt, das gefällt mir sogar. Das ist genau meins. Das sind so Kleinigkeiten, die den Eule glücklich machen. Eine Einstiegshilfe. Ach so. Ja, ist langsam, weil ich alle drücke, was ich meine. Ich weiß auch, das ist nichts mehr damit aufs Ding drauf. Der Radkasten. Luftpuppe. So ist es. Ja, brauchen mittlerweile Treppe und Stufe. Jawohl. Und bald ein Lift. So ein Kran da. Geil. Hey, Team Sack Crushing, the event. Eule, come to the stage. Hello. Hey, hello, I'm Markus. Charlie. Hi. Hello. Here's my for you. Thank you. Don't drop it. Good day. Thank you. Enjoy your time on the water. Jetzt haben wir die Party gecrashed. Und jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir fischen. Was ist denn heute der Plan überhaupt? Die Mission. Mission und Sonder, hatte ich jetzt gesagt. HD, HV, Vollgehalt, Flüsse, HD, alles. HD, Flüsse und was die erste Zone halt hergibt. Also, Boot ist im Wasser. Wir sind ready. Dann fährt's mal. Von ja, dann. Sonne scheint, der Pegel steht. Mal gespannt, was heute noch geht. Was uns ist gerade aufgefallen, dass der Pegel da in unserem Tank ziemlich gut ist. Das Problem ist, die Tanke, wo ich kenne, die ist ungefähr der gleiche Weg nochmal zurück. Oh. Ich hab mich eingetintet. Oh, jetzt hab ich mich voll tintet. So eine Scheiße. Aber manchmal läuft's blöd. Warst heute früh nicht auf dem Töpfchen. Ja, konntest du mal halten. Ah, weißt du, normal check ich es immer. Mach doch den Stress, Zanderbeißer, der fängt ja an. Genau, das stimmt. Zanderbeißer erst, wenn die Köder machen. Ja, also fahren wir jetzt wieder. Ja. Okay. Wenn man stehen bleibt, dann machen wir langsam Strecke und fisches HD. Mit dem Elektromotor. Schleppen. Ja, schon. Wird schon. Kate, was ist mit uns? Geh rein. So schnell fahren wir nicht mehr, oder? Jetzt. Mal. Fast hätte es gereicht, gell? Hoffentlich sind die Batterie voll, der kurze ist. Ich bin langsamer gefahren, hast du jetzt gereicht. Ah, jetzt kommt. So, jetzt hole ich den hier raus und dann schleppe ich, wenn ich so einen Wobbler hinein. Nee, man muss schon mit dem E-Motor fahren müssen. Sind das Schleppangeln so? Entspannend, oder? Entspannend, aber. Was haben wir da gespottet? Kommen wir. Thomas Bude haben wir gespottet. Servus, Jungs. Ich drehe immer mit alles. Servus, Jungs. Eine Fritte. Läuft einigermaßen heute. Was? Läuft's bei euch? Sonderschnitt. 73, Leo. 72, 71, 68. Okay. Ihr dürft nicht zu nah dran kommen, oder? Machen die Theater. Oh, no, no. Ciao. Ciao. Haut's uns raus. So.
da was machen, Sachen? Erklär mal. Wo sind wir denn gerade? Wir sind jetzt in die Deutsche Kiel hochgefahren. Heute zum ersten Mal da. Wie man sieht, haben wir ablaufendes Wasser. Die Richtung ist HD, das heißt, das Wasser zieht vom HD hier rein. Es ist ziemlich viel Dampf drauf. Und ein Haufen Schifffahrt, also schon krass. Ab. Nee. Ab. Was war das, meinst du? So, neuer Spot, neues Glück. So, sollen wir noch einen guten Tackle-Check machen, das, solange ich hinter mir drauf habe. Bist du bereit? Was? Bist du bereit? Für was? Ja, für einen Tackle-Check. Ja. Okay, 3, 2, 1. Tackle-Check. Okay, alles klar, Mäxchen. Als Route, Hardware fangen wir an, oder? Route, Peak-Chick 2, 10 bis 40 Gramm Wurfgewicht, 2,40 Meter Länge. Dann habe ich drauf. Ein 16er Lure Soul, dann haben wir hier Tragebrunnen, ein Fluor Carbon Neo von Momoi, 28, ein Snap in Hashtag Ends und natürlich Danny in Ayu. Wirklich? Heißt es Ayu? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Danny in Ayu, 4,5 cm. Wissen, ja. Danny in Ayu, mit dem fängst auch du. Ja, gut. Das war's, schön, oder? Das war's. Perfekt, vielen Dank. Max, danke, jetzt wird's Zeit mal für den ersten Fisch. Für ja, heute. Fangen wir an. So eine Kacke. Redengeber. Mit der Geschwindigkeit hat das nichts zu tun. Das spritzt doch an den Gebern dann da rein. Ah, ja, der ja. Nichts anderes. Normalerweise nur Top E. Wenn man nur kannst du noch passen. Nein, die ganze Woche. Ich sag das nochmal. Locker 6 Kilometer noch. Ja, und die Moral von der Geschichte: Wer nicht angelt, fängt auch nicht. Das stimmt. Ja, wir sind 48 Kilometer gefahren und haben 22 Würfe gemacht. Irgendwas stimmt im Verhältnis nicht. Nee, das will ich schon mal selbst machen. Wie lange sind die, zum Heimathafen entfernt? Die Flüsse zu erreichen geht halt nur, indem man lang fährt. Weil von der Banane aus zu Doha ja, ist kalle Stimmung. Das machst du nicht in 2 Minuten. Hammer drauf. Alles klar, zusammen. Ab. Alles ab. Herzflache. Start. Hauptschnitt. Das war ein richtig guter Fisch. Hauptschnitt durch. Stahl drauf gehabt. Was hast du schon drauf gehabt? Chatterbait. Ist ruhig, ne? Fast Faschit. Du siehst, da war noch einer, der hat einen gehabt. Ja. Mit dem war ich dran, Kante. Hier gibt es keine Fische. Hast du das gesehen, Maxi? Hast du das auf Kamera? Ja, ich glaub schon. Dass ich in dem seinem Köder kranke, war gar nicht im Baum. Das war. Weil das meiste in dem Baum. Aber den Köder habe ich nicht kommen sehen. Ja. Köder habe ich nicht kommen sehen. Wer du? Na, also, Maxi, ich glaube, in Holland gibt es keine Wälse. Katzenwälse. Ich weiß auch nicht, was mit uns los ist, Maxi. Ja, nicht. Also mit mir. Ja, ja na, sicher. Ja, ja. Schiebst du das nur wieder auf mich? Filmen holt er dein Chaos. Hab ich schon. Warum ist das mein Chaos? Weil du die Route immer in die Hand genommen kriegst und du schmeißt sie einfach hin. Das ist wie ein Golfcaddy, du musst nur besser analysieren, Max. Ja, ja, hast du schon. Ja, dass du Rohr muss abschieben kannst. Zack, zack, zack. Da wäre nicht so. Und dann sage ich wieder, gib mal die Baitcaster. Kickspinner. Gummikröte. Das achte Eisen. Wurm. Genau, das ist ehrlich. Vier Biss jetzt hängt endlich ohne. Können aber ein Barsch sein. Groß. Oder kleine Zippen. Ich hab einen Zander. Egal. Jetzt sind wir wieder rausgefunden, endlich.
Markus, ich glaube, ich habe was. Jetzt habe ich was rausgefunden. War das der vierte Biss, der erste Fisch? Zu später Stunde. Da ist sogar ein Wertungsfisch. Aber halt nichts für uns fürs Turnier weiterbringen. Aber da ist jetzt wenigstens ein Fisch. Tschüssi. Also, 5-6 Meter an der Kant. Was geht, Umbra? Was, wir fahren jetzt heim. Geht halb 7er, Alter. Fisch haben wir gesehen. Fisch haben wir gesehen. Ach, oh, gut. Super. Los, Feierabend! Ja, du. Ja, du. Ja, so das brauchen wir gefeiert, mein Freund. Wir saufen wir während im Dienst. Alles gut? Alles gut? Ja, sicher. Wir haben wieder alle Flair gefangen. 50er Barsch, 98er Zander, 1,3 Meter Hechte. Ja, alles. 50er released. Im Wasser. Dave? Dave? Ja. Bist du der Schweizer mit dem Bristol im Knie, oder was? Wieso ein krank? Der ist krank. Das schwöre ich dir, Alter. Der ist krank. Ich merke schon, das sind so Schweizer Typen da, alle, der eine ist komplett durch, da hat das Kreuzband gerissen, jetzt sehe ich eben, ich war mir gleich gelaufen, wenn das nicht gerettet. So, Jungs und Mädels, ihr seht, der Chris holt das Boot raus, jetzt lassen wir ihn allein machen. Wir beenden an der Stelle das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Noch viel, viel mehr hoffe ich. Wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Petri Heil. Ciao.